Damit herzlich willkommen zu einer etwas kleineren, aber immer noch sehr feinen Runde Scotland Yard mit drei Detektiven und einem Mr. X. Wir müssen erstmal wieder rausfinden, wer Mr. X ist. Ich fange einfach mal frech an zu würfeln mit einer 1. Super, ich bin's also nicht. Scheiße. Das ist noch nicht gesagt. Wir können alle eine 1 würfeln. Oh, zählt das als Wurf? Nein, du bist noch nicht dran gewesen. Oh, schade. Bitte, dann mach erstmal noch deinen Wurf. Nee, Alof, du bist schon dran. Das ist okay. Schon richtig so. Oh. Ja, ich bin es also definitiv nicht Mist. Ah, sieht gut aus. Lalalala, das toppe ich. Wenn du den Würfel vom Brett schmeißt. Na, was hast du gesagt? Sehr gut. Dann haben wir ja unseren Mr. X. Dann nehme ich dir die Karten weg. Plup. Plup. Ja. Deine. Deinen privaten Bereich. Mach dir einen versteckten Bereich. Mit F4. Aber lass die Karten am besten gleich hier drüben liegen. Dann haben wir die, können wir uns hier draufschmeißen. Ja. Außer die selber da hinnehmen. Das, ich mach das schon. Okay. Was muss ich im privaten Bereich machen? Dein Ding ist dann umdrehen, deine Zimmer. Ach so, mein Startfeld, ne? Genau, ja. Sonst bist du. Okay. Ja, vielleicht nicht so günstig. Hat jemand meinen Spielstein weggenommen? Ah, da ist. Ich weiß auch gerade nicht, wo meiner ist, da oben. Also. Der X, der auch mal dahin. Der steht hier. Und der auch weg. Auch weg. Gut, dann darf Mr. X gleich als erstes seine. Oder nicht? Sein Start. Mischen nicht vergessen. Huch. Ich war noch auf F4, glaube ich. Ich glaube, ja. Das muss ich irgendwie. Wie mache ich das? Ach, einfach auf die Hand klicken, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Gut. Hat keiner gesehen, ne? Nee. Gut. Doch auch schon wieder am Arsch der Welt, ey. Jetzt muss ich mich erstmal finden. Die 13 ist irgendwo recht weit oben. Bestes die Startfeld war die denn? 91 ist irgendwo rechts oben, glaube ich. Ah, da hinten, okay. Ja, diesmal sind wir ja richtig schön verteilt auch. Außer komplett West-London haben wir mal ausgelassen. Da mag eh keiner hin. Ja, dann fange er an, Herr Ossip. Sage uns, wo er hinfährt. Das werde ich nicht verraten. Schade. Aber ich doch, fünfmal. Er nimmt ein Taxi, ja gut. Ich glaube, er steht, keine Ahnung wo. Das ist einfach zu... Ich kann noch nicht so viel jetzt reißen, aber ich fahre mal mit dem Taxi auf die 161. Ich fahre, glaube ich, einfach zur 105, da zur Brücke. Ja. Ja, wo fahre ich denn? Ich habe so viele Optionen. Ja, du kannst mit der U-Bahn, aber das bringt dir im Moment nicht viel. Mit dem Taxi irgendwie im Kreis, dass du wieder auf die U-Bahn kommst. Ich würde mal sagen, zur 23 habe ich jetzt noch ein paar Optionen. Ja, das stimmt. Was kann ich denn überhaupt fahren? Das sieht man wieder so schlecht. Da kann man Taxi fahren. Und sogar Bus. Ja. So, also wo soll es hingehen? Frag doch nicht immer so provokativ. Schöner Versuch. Also nur auch nochmal als Erinnerung, ne? Wir sehen ja deine Hand, ne? Nicht, dass du das. Ja. Also wir müssen schon wissen, wo du hin willst, damit wir die richtigen Karten geben können. Ich nehme nochmal ein Taxi. Jetzt fang nicht an wie Salia. In der letzten Woche. Natürlich. Wie kannst du dir merken, diese Taktik? Nach einer Woche, ja? Bus hier auf die U-Bahn-Station. Ja, ich mach das eben so. Ja, wäre es, wenn ich auch Bus fahre? Zu 67 runter, obwohl, nee, das ist ja gut abgedeckt. Und Alof. Aber vielleicht wäre durchaus eine U-Bahn gar nicht schlecht, falls wir halt ganz woanders sind, dann kommen wir schnell in die richtige Richtung. Fahr ruhig auf das U-Bahn-Feld. Ja, wieder zurück zum Startfeld. Ja. Fahren wir nochmal Taxi. Und dann bitte Ossel, wo steht er? Und wo hat er angefangen? Kannst du gerne vorlesen? Sitzig. Bin ich ganz mächtig. Darf ich dann erst den Zug machen und muss mich dann zeigen oder muss ja, ich mich erst du machst zeigen? Erst den Zug und dann zeigst du dich, wo du sitzt, damit wir jetzt genau wissen, wo du bist.
Okay, dann nehme ich nochmal ein Taxi. Ach, ich muss immer meinen Stapel suchen, da oben, ne? Ja. Der ist ganz links. Ja, ich wollte immer erst bei dir nehmen, aber... Nix ist. Den ganzen Weg sagen, damit ich habe das ganz gerne zum Nachvollziehen. Moment, ich muss gerade nachgucken. Und irgendwo hier. So. Gib mir mal das Teilchen. So, ich habe angefangen. Na, was schätzt ihr? Wo könnte ich sein? In West London, irgendwo. An der Themse. Bist du sicher? Ja, nee, sag mal. Ich habe angefangen auf der 94. Sag ich doch. Das ist doch zum Kotzen, das Spiel. Bin dann weiter auf die 75, dann auf die 59 und dann auf die 76. Leckt's mich am Fuß, so. Ja, schön. Ich wäre ich doch mit der U-Bahn zu 46 gefahren am Anfang. Ja, aber naja, das hätte jetzt auch nicht so viel geändert. Gut, ich fahre. Ich wäre näher dran. Nach dir? Scheißdreck, ey. Manchmal ist das Spiel echt zum Kotzen, ne? Nicht für Mr. X. Das glaubst auch bloß du. Ja, warte er ab. Ja, und dann bitte, Mr. X. Ja, das war jetzt die Einschränkung von Mr. X dafür, dass wir einer weniger sind? Er hat ein Black-Ticket weniger. Oh, ein Black-Ticket. Ja, wenn man die zu benutzen weiß, sind die richtig gut. Weil er hat die nicht gebraucht, die hat so hingekriegt, aber ich benutze die eigentlich immer komplett. Gut, kommt auch darauf an, wo man steht, wie die anderen planen und so weiter und so fort. Ich mache das sehr gerne, dass ich dann beim sichtbaren Feld auf einer U-Bahn stehe. Und dann sage ich, ja, ich fahre schwarz und zweimal. Und dann wissen sie gar nicht mehr, wo du bist. Mr. X ist gezogen. Warst mit Taxi. Warst auf der 76, ne? Ja. Oh, ich nehme mal an, dahin. Nicht an, dass er dahin ist. Auch nicht an, dass er dahin ist. Trotzdem fährt Schäner jetzt erstmal auf die 58. Aber erstmal. Ich hör auf, meine Gedanken zu lesen. Ja, das kann ich gut. ja, fick die Henne. Wo fahr ich denn hin? Du machst laufend solche Mindgames mit mir. Ja, das kann ich manipulieren, kann ich gut. Ja, ich werde wohl nochmal U-Bahn fahren. Ja, warte mal, ich muss erstmal überlegen, wo ich hinfahre. ich fahre mal hier mit der U-Bahn. Ja, mit der U-Bahn ist voll die Verschwendung, ey. Sehr intelligenter Ausdruck. Ja, ich danke, ich weiß. Ja, ich fahre U-Bahn. Fick doch die Scheiße. Ich kann ihn schon fast riechen. Verstehe ich gar nicht. Okay, auf 58 ist er nicht. Das heißt, nee, auf 58 hätte er eh nicht sein können. Auf 59, 60 oder 7 war er jetzt gerade. Ja, bitte fahren. 61 wäre er noch gegangen. 61 stimmt. Aber da wäre er sehr nah an dich rangekommen. Macht manchmal nichts. Ja, also ich bin mal wieder am Zug. Moment, ich wollte schon wieder den falschen Kartenstapel. Ey! Taxi. Ja, ich nehme ein Taxi, außer ich habe mich gerade getäuscht. Moment. Ja, nee, doch, passt. Taxi passt. Nehme ich an, dass er da ist. Wie sollte er da hinkommen? Er stand auf der 76 als... Ah, ja, stimmt, ja. Taxi. Aber der Anetiger war auf dem U-Bahn. Ja. Das ist ein Bingo! Nein. Wer weiß? Da fahr ich hin. Mitte der Bus. Ich fahr gerne Bus. Spaß machen ist immer doof, aber Bus ist schön. Ah, Freunde der Sonne. Ich bin ja gerade am Überlegen, ob Tiger vielleicht zurück zur U-Bahn fährt. Dass er sozusagen versucht hat, um uns rumzuschiffen. Habe ich auch überlegt, aber ich. Wäre sehr riskant, ne? Ich weiß nicht so richtig, wo ich hin soll. Weil, also wenn er mit Taxi wäre er jetzt hier, wenn er zu der U-Bahn will, dann würde er jetzt auf dem Feld stehen, wo er nächste Runde sterben könnte. Und das er hätte ja von der 76 zur 61 fahren können und dann wäre er jetzt auf der 46. Jetzt auf der U-Bahn. Ja, okay, das kann sein, aber das wäre auch riskant, weil du da stehst. Glaubst und nicht, du Tiger, kannst es ja, aber ey. Natürlich, du kannst es natürlich trotzdem ausprobieren, aber
glaube das nicht. Ich glaube, er versucht sich zu verdrücken. Aber es kann natürlich auch sein, dass er irgendwie versucht, nach da oben zu kommen. Da wüsste ich. Könnte ja auch hin und her gehen. Wer weiß. Ja. Oder auch nicht zu verwirren. Oder er steht hier und will auf die 76, dass er dann U-Bahn fahren kann. Aber ich nehme an, er steht. Leider vielleicht will ich auch Boot fahren, aber da oben gibt es kein Boot. Ne? Nee, da oben ist kein Boot. Schade. Es gibt Leute, die behaupten, dass du mit diesen schwarzen Linien hier in dem Hyde Park auch rumfahren kannst, aber da die teilweise sonst wo enden, würde ich sagen, nein. Black Ticket. Ich fahre dann einfach mit dem Taxi hier auf die 78, wa? Ja, mach das. Ich bin auch immer am Überlegen, die ganze Zeit schon, wo ich hinfahre, von 58 aus. Ja, zurück zu 46, zu 74 oder zu 75 oder. Oh. Ich meine, wenn die Vermutung stimmt, dass er unten auf der 95 steht, wäre die 74 mit am besten. Also, es kann sein, dass er jetzt auf der 46 steht. Ich sag nix. Danke, Ossi, danke. es kann sein, dass er jetzt da steht. Ich zweifle das an, aber du könntest es natürlich absichern. Ich nehme an, dass er dahin ist und dass er jetzt hier runter will. Ja gut, da sicherst du ja im Endeffekt momentan ab. Ganz genau. Deswegen geh ruhig auf die 46. Ja. Das ist nicht. Also nochmal Bus wieder zurück, den Weg, den ich gerade gekommen bin. Weil sonst rennen wir alle in dieselbe Richtung, ja. Er fährt in eine ganz andere und dann stehen wir da. Haben wir gewonnen, Ossi? Ja, nee, habt ihr nicht. Das überrascht mich nicht. Aber die Möglichkeit hat bestanden. Ja. Dann sage er was. Ja, durchaus. In Runde 8 muss ich mich erst wieder zeigen. Ja, jetzt muss ich überlegen. Musste ich auch, als ich auf der 95 stand damals. Käfig, die immer hin und her läuft. Das ist ja im Endeffekt das, was Salia am Ende machen wollte. Ja, das ist richtig. Schwierig. Das Board wurde aber schon oft geknickt, das sieht man ja im Hyde Park. Das sieht aus, als hätte es jemand eigens eingescannt. Hat er auch, aber es ist der Original Scotland Yard Charme, weil das sieht tatsächlich immer so aus. Fällt auch gerne mal ein Teil ab. Aber ich nehme wieder mal ein Taxi, wer hätte es gedacht? Jetzt ist er aber die Möglichkeit, ich nehme wirklich an, er stand da. Weil sonst hätte er jetzt nicht groß überlegen müssen, weil ich habe gesagt, er will hier runter. Und es kann sein, dass er jetzt gesagt hat, okay, ich fahre nicht darunter, weil alle denken, ich fahre darunter. Und versucht, auf die 93 zu kommen. Das heißt, er steht jetzt auf der 94. Weiß es aber nicht. Ich sage nur, es sind Vermutungen, was ich hier alles raushaue. Ne? Yes, it nice. Er hat halt noch zwei Züge. Ich fahre jetzt auf jeden Fall auf die 113. So oder so ist das nicht schlecht. Dann muss ich euch tatsächlich mal kurz alleine lassen. Das kannst du nicht machen. Doch, das tut mir leid, ich beeile mich. Tja. Der Spielleiter ist weg, jetzt können wir behumsen. Ach nee, das wäre für mich gar nicht gut. Wieso, wir müssten doch bloß mal in dein privates Notepad reingucken. Könnte natürlich auch auf Public klicken. Ja gut, das bringt ja nichts. Mir nicht. Uns auch nicht, weil das sind unterschiedliche Notepads, die sind extra getrennt. Nebenbei ein sehr schöner Avatar-Tiger. Danke. Kommt mir irgendwie vor, als hätte ich das schon mal in Begleitung von einem Panda gesehen. Nein, sehr unwahrscheinlich. Schade. Ein Panda? Kung Fu Panda. Da war doch eine Tigerin dabei. Das sah doch so ähnlich aus. Nein. Ich und wenn dann auch was Rotes an, oder? Und wenn, dann haben die von mir abgeguckt. Okay. Die Zeichnung. Die Zeichnung datiert auf vor 2000. Wow, so alt schon. Ja. Die wurden noch in Mark bezahlt. Ach ja, die D-Mark, da habe ich den ganzen Stapel hier liegen. Hat mich 50 D-Mark gekostet. Auch von nix kommt nix. Als Schüler ist das teuer. Absolut. Ich habe mal so Trading Cards Game hier von Star Trek gekauft. Da habe ich auch fast mein ganzes Taschengeld für ausgegeben. Da habe ich noch original verschlossene Päckchen hier. Ernsthaft? Ja. Ja, ich habe das nie groß gespielt. Ich habe die gesammelt, aber nie aufgemacht. Na gut, ich weiß jetzt aber immer noch nicht, wo ich hinziehe. Ja, ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe zur 77.
Andererseits, wir sehen ihn ja nächste Runde immer noch nicht. Nee, das ist... Ich würde dann so eventuell zu 34 fahren. 34 ist wo? Ist von meiner Position aus nach rechts. Da war eben dein Zeiger, glaube ich, fast drüber. Ah, okay. Ja, Also die Sache ist, wir werden ihn jetzt eh nicht einkreisen. Dafür ist der Ossel, glaube ich, zu schlau. Naja, schlau und ich in Verbindung, das trifft es manchmal nicht. Na gut, aber also, ich meine ja halt so gerissen halt. Gerissen. Bin ich dran, oder was? Nee. Wir haben auf dich gewartet. Achso. Ach, ihr habt gar nicht weitergemacht. Wir sind noch am Rätsel, wie wir am besten ziehen, weil das ist, ich meine, wenn er wirklich bei der 94 steht, dann muss Arlof im Endeffekt in die Richtung, du auch. Ja, wobei wir da nicht hinkommen, bis er sich zeigen muss. Ja. Andererseits könnte er uns auch durchgeschlüpft sein, momentan auf dem Weg Richtung Ost-London sein. Das ist auch richtig. Darum ist meine Überlegung, dass ich eventuell zu 34 fahre. Ist kein ganz so großer Sprung. Das kannst du tun, ja. Ich fahre, denke ich, trotzdem mal zur 77. Ja, auch das kannst du tun. Ich meine, wir wollen dich schon an unseren Überlegungen mit teilhaben lassen. Ja, bist du. Dann Ossel, bitte. Ossel. Gesundheit. Hui. Ja, es ist nur Husten, das ist das Schlimme. Ist ja auch eine Krankheit. Okay. Ich fahre Bus. Oh, welch Wunder, ne? Okay, jetzt habe ich extra falsch rumgedreht. Wer haut denn da in seine Tasten? Das war ich kurz, Entschuldigung. Kein Problem. Das wirst du in Zukunft noch erkennen. Das ist immer eher. Meistens, ja. Immer. Also von mir aus dürft ihr. Super, er ist Bus gefahren. Es kann natürlich jetzt auch schön verwirrend sein, dass er mit dem Bus gefahren ist, weil er gar nicht hier steht. Weil hier macht es relativ wenig Sinn, jetzt Bus zu fahren. Ja doch, wenn man zu 74 will, ist der einzige Weg dahin. Das ist korrekt. Er war doch schon hier auf der 122, auf dem südlichen Park und ist jetzt hier zur 144 zum Beispiel gefahren. Auch korrekt. Zwei Möglichkeiten gibt es, wenn unsere Überlegungen denn korrekt sein sollten. Oder er ist zur 93, das geht auch. Ja. Ich fahre auf jeden Fall auf die 122, egal was ist. Was habe ich denn? Ja. Was würdest du denn sagen? Du kannst halt auch direkt zur 144 von der 123. Das stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Ist natürlich so ein Risky Shot, aber... Ja, da ist er auch nicht, sonst hätte er jetzt schon... Ein Risky Shot habe ich hier. Sonst hätte er jetzt schon laut aufgeheult, aber nee, da war er nicht, aber es macht nichts. Vielleicht habe ich mir auch extra den Mund zugehalten. Ja, bist du jetzt tot oder nicht? Ich weiß nicht. Moment, ich guck mal. Da ist ein Loch im Bauch. Ach nee, das ist der Bauchnabel. Ja, da. Ich weiß auch nicht. Ja, das Runde 8 erst ziehen, dann zeigen, ne? Ja. Okay. Fahr auf die 94. Fahr auf die 94. Okay. Das war ich mit der Figur. Also. Ja, ich würde eigentlich gleich wieder zurückfahren zu 46. Weiß ich nicht, weil... Falls er wirklich auf 74 steht, könnte er da hinfahren mit einer U-Bahn-Karte. Das stimmt. Ja, dann mach. Ja. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er wirklich hier oben links noch ist, in der Ecke. Das ist... Wir werden es erfahren. Wo warst du bei der 3? Warst du hier oben irgendwo? Nee, 59 oder 76 war es. 76 war es. Dann erzähl uns mal den Weg gleich. Okay, Moment, wo habt ihr mich das letzte Mal gesehen? Auf der 76, glaube ich. Dritter Zug. Dritter Zug, okay. Nee, Moment, da muss ich das Teilchen hier nehmen. Dritter Zug war...
Bin ich da denn, nicht? Bin ich denn? ich suche gerade wie blöd. Eins von den beiden, 59 war es. Ja, okay. Ich glaube, da war ich. Dann bin ich hier runter. Ja. Bin hier hoch. Ja. Hab mich ein Feld hinter Schena gestellt. Alter, scheiße. Dann bin ich wieder hier hin. Ja. Dann bist du mit dem Bus. Und dann bin ich mit dem Bus hier hin. Und Schena hat mich gekillt. Ah! Ja! Ich war nützlich! Alter! Ich wollte direkt ihm hinterher, weil ich gedacht habe, er dreht doch niemals um. Alter! Sehr schön. Sehr nice. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schön, schön. Ja, ich hatte auch gedacht, ich könnte da jetzt durchschlüpfen. Aber irgendwie da in dem Plan waren die Motten. Ja gut, dann weiß ich nicht, habt ihr noch Lust auf noch eine Runde, weil es war jetzt eine kurze, oder sagt ihr, reicht euch anderthalb Stunden? Wir könnten auch. Ich denke, das reicht. Alles klar. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich schmeiß nochmal den Tisch um. Das hätte ich doch machen müssen, ich habe eine sehr, sehr schöne Runde. Er fällt sehr tief, das ist eine sehr hohe, oh, ne? Na, hohle Perfekt. Ich kann mir vorstellen, wie klein wir sein. Ja, wir sind also Ameisen. Im Universum. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne. Und ich hoffe, beim nächsten Spieleabend seid ihr auch wieder mit dabei. Mal gucken, was wir dann spielen. Das muss ja dann immer erst diplomatisch gewählt werden. Diplomatisch, demokratisch meine ich. Gewählt werden und dann gucken wir weiter. Ja, dann allen Zuschauern noch einen schönen Vormittag. So. Vormittag. Ja, wer das jetzt abends guckt, muss das Video anlassen oder am nächsten Tag morgens noch. Ja, mindestens. Das ist klar. Gut, tschüss. Ciao. Trink Bier mit.